Servus Jungs, Team Bubbletier. Heute quatschen wir ein bisschen mit unserem neuen Boss, Chong. Mal so ein paar Fragen stellen, wie, was, warum, was er so treibt und was er so vorhat. Und ja, Chong, mein Lieber, was geht ab, Mann? Was geht ab, Bruder? Was machst du gerade so in Yu-Gi-Oh! In der Yu-Gi-Oh!-Szene? So, was ich zurzeit mache, ist, ich versuche auf jeden Fall ein gutes Cosmo-Bild-Deck zu erschaffen. Und ich mache auch privat gerade noch, spielerisch habe ich jetzt ein bisschen zurückgelegt. Ich bin jetzt auch TO geworden, versuche auch noch größere Turniere zu veranstalten. Hier in München und auch in Fürstenfeldbruck. Und ja, und versuche mich zu verbessern. Also zu meinem ersten Punkt, du versuchst ein Cosmo-Bild zu bauen. Halt die einfach an mich, ja? Dann kann nichts schief gehen, mein Lieber. Ja? Ich werde darauf zurückgreifen. Du möchtest jetzt gar nicht mehr spielen, oder wie? Oder nicht mehr so viel oder auf Turniere fahren und wie sieht es da so aus? Also ich werde auf jeden Fall auf Turniere fahren. Natürlich mit meinen besten Freunden hier, mit Tati und so, mit Hong, mit meinem ganzen Team. Aber ich versuche auch für mein Team auch Turniere zu veranstalten, dass ihr auch nicht immer weit wegfahren müsst, sondern auch hier in der Nähe mal ein gutes Turnier spielen könnt. Das versuche ich jetzt für euch so noch zu veranstalten. Und was hat dich dazu bewegt, das zu machen, dass du jetzt sagst, du willst jetzt TO werden und eigene Turniere auf die Beine stellen? Warum? Also der Sinn kam mir, also ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Ich wollte es auch eigentlich noch nie machen, weil es ein bisschen viel Arbeit war. Ich habe einmal die Regionals als Head Judge gemacht, also gejudged. Und es hat mir echt gut gefallen, auch hinter den Kulissen mal die ganzen TO-Sachen zu erfahren. Und deswegen hat es mich bewegt, sowas mal zu machen. Also ich finde es echt, echt gut. Also ich glaube, dass der Hauptgrund eher daran liegt, dass Chong einfach ein schlechter Spieler ist. Ja, deshalb will er versucht er sich anderweitig. Nein, Schmarrn. Aber glaubst du nicht, es ist ein bisschen, es ist schon viel Arbeit und gehört doch viel dazu eigentlich, oder? Sowas auf die Beine zu stellen, oder? Glaubst du, du packst es? Also man nennt mich nicht umsonst Chong Legacy. Also ich werde es auf jeden Fall schaffen. Also zeitlich habe ich, genug Zeit dafür. Ich habe ein gutes Team, was mich auch unterstützt. Hoffentlich. Dazu kommen wir gleich. Also ich hoffe, mein Team unterstützt mich doch dabei. Und ja, ich werde es auf jeden Fall hinkriegen. Kommen wir mal zu dem gesagten Team. Ja? Was für eine Stellung hast du da gerade? Und wie läuft es da so? Läuft es rund? Gut? Schlecht? Was ist da los? Also zurzeit läuft es richtig gut, sogar barisch, es tut sich wieder ein. Erstmal deine Stellung im Team, was machst du da? Achso, ja, ich bin gerade zurzeit der Boss, stelle gerade die Aufgaben zusammen, rede auch mit Hong über die Aufgaben und delegiere sie weiter an den Kleinen, an den Schatten von uns. Rekrutiere auch gerade neue Spieler für TBT-Spieler. Ansonsten, ja, ich versuche halt ein bisschen was Neues noch dazu zu bekommen. Und es läuft alles rund im Team oder wie ist es da gerade so? Ja, es ist immer mal so, einer hat mal Lust, einer hat Zeit, kann nicht, einer will unbedingt was machen, einer bringt halt, möchte was machen, aber schlechte Gedanken, es läuft, es ist schon nicht schlecht. Ja, cool zu hören, dass es angeblich läuft. Werden auch die Aufgaben gemacht, alles, oder bleibt dann eher nur alles dann auf andere Leute hängen, also an die Big Bosses? Es ist einfach so, man muss immer alles alleine machen. Aber teils, teils. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe stelle, wird sie 50% erledigt. 50? 50% wird sie auf jeden Fall erledigt. Und die anderen 50% sind einfach schlechte Ideen zum Beispiel. Es kommt halt viel dazu, dass auch manche erst nach 2 Tagen erst Zeit haben zu antworten, weil sie zum Beispiel wie Tati hier auf der Bauma sind und zu viel arbeiten müssen. Aber er versucht trotzdem irgendwie seinen Beitrag zu leisten. Und das versuchen die anderen auch. Ja, freut mich zu hören, Chong. Dann wünsche ich dir... Oder warte.
Mit wessen Leistung bist du zurzeit sehr zufrieden und wer enttäuscht dich gerade im Team? Was? Mit welcher Leistung bist du gerade sehr zufrieden und wer enttäuscht dich gerade im Team? Also im Team, nicht im Team, oder? Ja, schon klar. Das muss ich mir ein bisschen überdenken. Also was mich jetzt positiv überrascht hat, ist Barisch. Er kommt das zweite Mal schon in einem Monat. Das echt überrascht mich. Sonst die Aufgabe immer top erledigt, ist Hong. Er macht seine Videos. Deswegen hat er von mir auch einen Bonus bekommen. Tati ist jetzt Tati ist zwar auf der Baumarkt jetzt gerade, aber ansonsten er hat sich entschuldigt für ein, zwei Wochen. Und Dimi kommt auch jetzt regelmäßig, hat er gesagt. Und wer mich enttäuscht in der Gruppe ist gerade Munir. Du hast schon richtig verstanden, Munir. Und Alex, zu dir kommen wir noch. Dein erstes Gespräch kommt noch. Und ja. Was ist mit Nico? Also Nico überrascht mich nur positiv mit seinen Deckideen, also mit seinen Deckkarten immer und seine Bauart und so, aber ansonsten Nico und, kann ja nicht richtig dazu zählen. Und das neue Mitglied Lorenzo ist ja eigentlich eh nur als Spieler gedacht für deine Turniere, oder? Sozusagen ja, ich werde ihn dann irgendwann auch für ein Video verwenden, wenn Hong es möchte, wenn Hong auch mal ein Videomaterial mit ihm drehen möchte. Ansonsten ist er bei uns jetzt ein Spieler, ein sehr guter Spieler auch, kennt sich mit den Karten aus, kennt sich mit dem Meta aus, kann auch sehr gute Deck bauen. Er ist eine gute Verstärkung für uns. Sehr gut. Was hast du so für Projekte zurzeit geplant? Also was für Projekte ich geplant habe, ist natürlich 8.5. ein Display-Turnier. Dann kommt darauf bald auch noch ein CTS-Turnier von CCG. Und Projekte haben wir noch am Laufen mit Funtainment aus München und mit Fürstenfeldbruck. Das sind aber andere Sachen, die wollt ihr gar nicht wissen, dass ihr zum Beispiel einen Shop Punktegrip bekommt von Konami, Unterstützung bekommt und sowas. Aber das ist ein bisschen zu viel zu erklären. Ansonsten das wären die ersten Projekte, die hier am Laufen sind. Du hast auch noch ein paar Spieler erwähnt, also spielerisch ist ja da auch was geplant, zusätzlich getrennt von TPT, dem YouTube-Channel. Was hast du da geplant, wie läuft das ab und so? Also ich habe es so geplant, dass einmal der Channel separat ist von den Spielern und dass die Spieler zum Beispiel, wenn sie auf ein Turnier fahren, dass zum Beispiel nur spielstarke Spieler da sind und nicht nur Superstars wie Tati hier. Was willst du jetzt hören? Vielleicht, dass du krass bist oder so. Ja, das brauche ich nicht erwähnen, das weiß jeder. Schön, Tati ist aber so krass. Ja, ich habe mit Tati gewettet. Ein Duell der Schatten um 1000 Euro, aber er hat noch nicht zugesagt. Das schauen wir dann noch. Ansonsten, ja. Also heißt es jetzt, dass TBT im Grunde aufgeteilt wird in Channel und in Spieler? Das ist richtig. Zum einen Vorteil ist so, dass ihr auch die guten Videos immer bekommt, zum Beispiel mit unserem Superstar Tati hier, der videotechnisch echt was drauf hat und auch gut argumentieren kann und reden kann und artikulieren kann. Und dann habe ich zum Beispiel noch Leute, die sind zum Beispiel im Video jetzt nicht so toll, können halt nicht so viel gut reden oder die sind nicht so offen oder haben halt Probleme, sich so auszudrücken. Und dafür sind sie aber spielerisch sehr gut und das wollen wir halt trennen. Dass einfach auf dem Turnier, dass auch mal Leute sehen, dass TBT nicht nur Videos machen kann, sondern auch spielerisch echt gut ist. Und das will ich halt ein bisschen mehr jetzt trennen. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, du schaffst das. Ja, ich hoffe auch sehr, dass du deine TO-Sachen hinbekommst, ja, dass du Turniere auf die Beine stellst und so. Uns wird's ja freuen. Ja, das war's von uns. Der Hong will noch was sagen. Ja, abschließend. Ja, abschließende Worte halt, das war so ein kleiner Blick hinter TBT, hinter die Kulissen. Bisschen Chong näher beleuchtet und was er so vorhat, seine Stellung, seine Position, seine Pläne. Wir wünschen ihm viel Glück mit seinem eigenen Team. Mal schauen, ob das Projekt laufen wird. Ansonsten werdet ihr noch ein paar andere Spieler, ein paar andere Jungs von uns näher kennenlernen, ein genaueres Gespräch mit denen führen. Dazu kommen wir bald noch. Ansonsten, wie immer, leidet nicht und Yu-Gi-Oh! Serious Business. We'll be right back.
Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mit.